willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Und heute haben wir eine schöne Bestellung von Pyroland. Wir haben hier ein richtig schweres, großes Paket zum Auspacken. Später dann noch zwei Verbünde. Der eine im Starkkäfig, daher im Keller. Werde ich euch nach dem Paket kurz noch einblenden. Genau, und geliefert wurde mit FlexPress. Und die Lieferung ist jetzt angekommen am Montag, dem 30. morgens um 7.30 Uhr. Also gerade noch rechtzeitig, um noch zu verleitet zu werden. Aber Ende gut, ist alles da. Und ich würde sagen, ich mache den Karton auf und wir legen los. So, wahnsinnig gut gepackt. Hier haben wir einmal Aufkleber von Pyroland, gratis Wunderkerzen, Gewinnspiel. Und die Ina hat dieses Paket gepackt. So, jetzt haben wir hier schön Luftfolzerfolie. So, und jetzt haben wir hier eine schöne bunte Kiste. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit den Kleinigkeiten hier hinten an. Hier haben wir die Space Flyer von Brückhoff, sind die. Hatte ich letztes Jahr schon mal, haben mir sehr gut gefallen. Dies Jahr gleich ein paar Packungen mitgenommen. Also aufsteigende Wirbel sind das. Weiter geht's hier hinten mit dem Spektralbengal, eins der Gratisartikel von Pyroland. Hier auch nochmal Breslauer Handfeuer, das ist die gelbe Version. Bisschen Bengalkram. Dann haben wir hier noch ein Bengalo Grande in Violett. Schöne Sache. Dann haben wir hier einmal die Crackling Beam. Ja, Pyroland Version eines Crackling Balls, aber hier natürlich als ja, kubischer Kanonenschlag sozusagen, aber natürlich ohne Knall. Das Ganze ist natürlich hierdurch viel stärker verdichtet und dadurch ist die Streuung auch etwas größer wie bei den normalen Crackling Balls. Ich werde sie mir anschauen und sie kommen auch mit in den Vergleich. Dann haben wir einen weiteren Bengalo Grande und zwar hier wieder diese Version in Gelb. Dann haben wir zweimal die Pyroland Schreckschrauben. Auch eine Neuheit dieses Jahr, Zirkoblitze, die nach oben steigen und dann oben noch so ein Schüttbouquet haben. Innovative Neuheit, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir hier vorne auch eine coole Sache, zumindest eine sehr gute Idee, die Smokebirds von Explode. Natürlich für tagsüber zu gebrauchen. Die sahen natürlich auf den ersten Testvideos jetzt nicht so berauschend aus, aber einfach eine innovative Idee ist es allemal. So, dann habe ich hier einzelne Päckchen mal bestellt von diesem Gao, ja, Kanonenschlag, Knallmaschine heißen sie hier. Sind auch P1, ja, P1 Böller. Kann man also ein bisschen was erwarten, einfach mal zum Testen mitgenommen. Retro-Böller sind es nicht, aber einfach Böller mit viel NEM und großer Lautstärke. Schauen wir mal. Und das gleiche haben wir noch einmal in der D-Variante. Auch P1. Dann haben wir hier vorne einen Vulkan. Genau. Fountain A Silent von Pyro Group Europe, PGE. Habe ich bei PyroWeb ja schon die Version Fountain A bestellt. Hier noch den Äquivalent dazu. Dann haben wir noch einen weiteren Vertreter einer Smarty-Fontäne. Für den Vergleich brauche ich die noch. Hier haben wir von Vulcan die Jumping Jelly Beans. Klingt echt toll. Kommt mit dem Vergleich, wenn wir mal schauen, ob die was taugt. So, jetzt bleiben uns nur noch relativ große Geschichten. Ich würde sagen, machen wir hier hinten eine raus. Hier haben wir jetzt die Prop Joe. Wirklich einer meiner Lieblings-Pyroland-Batterien.
mit langstehenden Goldeffekten und Blinker dazu. Letztes Jahr schon gehabt, wieder dabei. Dann haben wir hier eine echt coole Pfeifer-Batterie, also Pfeifer-Aufstieg zu Schüttbouquet-Gaben, würde ich es jetzt mal nennen. 100-Schuss-Batterie, die in 15 Sekunden durchbrennt. Die Angaben hier nochmal, 100 Schuss, 360 Gramm in EM. Ja, coole Sache, tolles Design, lustiger Name. Kommt mit ins Nullo-Feuerwerk. Dann haben wir hier einmal die The Ultimate von Volt. Das ist so eine Scheibenwischer-Kometenbatterie, aber mit Wirbeln noch drin. Gibt es auch als Tosh Pyro 52. Ist einfach eine echt coole, leise Kometenbatterie. Und auch richtig groß, das Teil. Aber auf jeden Fall eine gute Sache. Als nächstes haben wir hier das Explosive Car. Über die Packung lässt sich streiten, aber ist auf jeden Fall wieder eine coole, innovative Idee. Ja, verschiedene kubische Kanonenschläge mit zusätzlichem Effekt. Also mit Crackling, dann aber auch mit Blinker, mit roten und mit blauen Sternen. Bin ich mal gespannt. Coole Sache. Drei Artikel haben wir noch. Hier haben wir einmal das BKS 7. Soll als Endschlag dienen in meinem Nullfeuerwerk. Zusammen mit der letzten Salve der Paranoid. Ja, 7er auf Schlagkaliber. Vorletzter Artikel jetzt ist einmal die Double Deck Blue. Auch eine Version der Double Deck, die ich bisher noch nicht hatte. Werden wir uns auch mal anschauen. Kann man eigentlich nichts falsch machen. So, wir kommen zum letzten Artikel und wir haben hier noch einen kleinen Verbund drin. Und zwar haben wir hier die Hyper Maze von Pyroland Rainbow. Ja, auch hier echt schön designt das Ganze. Sieht wirklich toll aus. Und genau, wird auch als Start dienen fürs Nullfeuerwerk. Und soweit, so gut. So, das Paket ist leer. Ich würde sagen, wir schauen uns noch einmal die Verbünde an. So, hier seht ihr jetzt nochmal die beiden bestellten Verbünde. Wir haben einmal die Transbomber. Da war ich ja letztes Jahr total geflasht von. Müsste auch im Drahtkäfig sein, wenn wir rausholen müssen. Und wir haben unten drunter noch einen Verbund von Pyroland. Und zwar die Icehouse Street. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die beiden ausgepackt habe. Und dann schauen wir sie uns kurz nochmal an. So, jetzt haben wir hier die beiden ausgepackt. Hier, wie gesagt, die Transbomber. War natürlich im Stahlkäfig. Und jetzt entsprechend rausgeholt. Ja. Dieser ist ja auch schon verleitet. Letztes Jahr war sie noch unverleitet, man musste es selber machen. Dies Jahr neue Charge, wie es aussieht, schon vorverleitet. Transbomber. Und wir haben hier die Icehouse Street. Wieder phänomenales Design von Pyroland. Ja. Scheibenwischer Effektbatterie. 30 mm, 60 Sekunden, 100 Schuss. 2 Kilo NOM. Können wir mal reinschauen. Die ist schon alles schön vorverleitet. Ready to go. Die wird Zaramba machen. Cool. Also sehen wir uns gleich wieder bei der Gesamtübersicht. So, und zum Schluss anbei nochmal die Gesamtübersicht. Wieder coole Sachen dabei. Schöne Sachen vom Pyroweb ausgesucht. Ja, besonders gespannt auf die Schreckschrauben natürlich, auch auf die Hyper Maze. Schöne Double Deck Blue, die ich bisher noch nicht hatte. Und auch hier die Kanonenschläge sind, glaube ich, eine coole Alternative. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao.